nicht für alle Bauarbeiten. Über kaum etwas streiten Bürger und Kommunen immer wieder so erbittert wie über den Straßenausbaubeitrag. Wenn vor dem Haus die Bagger anrollen, wird's das für die Anleger oft richtig teuer. Doch nicht in jedem Fall dürfen Städte und Gemeinden überhaupt Straßenausbaubeiträge erheben. Einige wichtige Gerichtsurteile zu Straßenausbaubeiträgen haben wir für Sie zusammengestellt. Mit Ausnahme von Baden-Württemberg dürfen die Kommunen in allen Bundesländern Straßenausbaubeiträge verlangen. Das regeln die Kommunalabgabengesetze, KAG, der einzelnen Länder. Wie hoch die Beiträge ausfallen, ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich und in der örtlichen Beitragssatzung festgeschrieben. Doch nicht für alle Bauarbeiten müssen die Anleger zahlen. Schließlich sind öffentliche Straßen Eigentum der Städte und Gemeinden. Ihre Instandhaltung, etwa die Ausbesserung von Schlaglöchern, ist allein Sache der Kommune. Nur für die Erneuerung oder Verbesserung einer bestehenden Straße, darf die Kommune Beiträge erheben. Von einer Erneuerung geht man aus, wenn eine alte und abgenutzte Straße wieder in ihren ursprünglichen Zustand gebracht wird. Voraussetzung ist, dass die übliche Nutzungsdauer abgelaufen ist. Hauptverkehrsstraßen halten etwa 25 Jahre lang. Bei wenig befahrenen Straßen in Wohngebieten können es auch 40 Jahre sein. Die Gemeinde muss die Straße in der Zwischenzeit laufend unterhalten und instand gesetzt haben, damit sie von den Anlegern Beiträge für die Erneuerung erheben darf. Gerade das passiert aber nicht immer. Die Kommunen lassen über Jahrzehnte ihre Straßen vergammeln, obwohl sie die Pflicht zur laufenden Unterhaltung haben, schimpft Tibor Herkzig, C-Verband Wohneigentum Niedersachsen. Aus Finanznot würden viele Gemeinden einfach abwarten, bis nur noch eine Grundsanierung den Zustand der Straße verbessern könne. Die müssten die Anleger dann mitbezahlen. Auch wenn eine Straße durch Bauarbeiten verbessert wird, darf die Kommune dafür Beiträge von den Anlegern verlangen. Einen Teil der Kosten für den Bau zusätzlicher Einrichtungen wie Parkstreifen, Straßenbeleuchtung sowie eines Rad- oder Gehwegs etwa dürfen Gemeinden auf die Anleger umlegen. Auch wenn eine Kopfsteinpflasterstraße asphaltiert wird und dadurch Fahrgeräusche reduziert werden, gilt das als Verbesserung. Ebenso wenn eine Straße verbreitert oder umgestaltet wird, um die Verkehrslast besser bewältigen zu können. Ob und in welchem Umfang solche Verbesserungen notwendig sind, entscheidet die Gemeinde. Sie kann die Anleger am Entscheidungsprozess beteiligen, muss dies aber nicht tun. Auch daran entzündet sich immer wieder Kritik. Dadurch, dass die Kommunen Investitionen zulasten Dritter in Auftrag geben können, entsteht keinerlei Anreiz zur Wirtschaftlichkeit, moniert etwa Sigmund Schauer, Vizepräsident des Verbands Wohneigentum. Es führt im Gegenteil leider sehr oft zu einer gigantischen Steuer- und Abgabenverschwendung. Wie hoch der Anteil der Baukosten ist, den sich Kommunen von den Anlegern zurückholen darf, hängt von der Art der Straße ab. Je mehr Fremdverkehr durch die Straße fließt, desto geringer muss der Anteil ausfallen, den die Kommune umlegt. Rechtlich werden drei Klassen von Verkehrswegen unterschieden. In welche Kategorie eine Straße fällt, darüber streiten Anwohner und Kommunen immer wieder. Der Verband Wohneigentum rät, sich den Verkehr genau anzusehen, eine scheinbare Anlegestraße mit ein- und zwei Familienhäusern könne beispielsweise eine Haupterschließungsstraße sein, wenn Besucher eines nahegelegenen Krankenhauses dort parken. Auch die Größe des Grundstücks und die Art der Bebauung spielen eine Rolle bei der Berechnung des Straßenausbaubeitrags. Für mehrgeschossige Häuser wird beispielsweise ein höherer Beitrag fällig. Auch für gewerblich genutzte Immobilien fällt der Beitrag höher aus. Im Detail regelt die genaue Berechnung die örtliche Beitragssatzung. Für die Anleger sind die Beiträge oft eine enorme wirtschaftliche Belastung, zumal sie in der Regel innerhalb eines Monats bezahlt werden müssen. Die anfallenden Summen können Hausbesitzer in den Ruin treiben, sagt Schauer. Er berichtet von einer oberfränkischen Gemeinde, in der von den Straßenanlegern zwischen 12.000 und 67.000 Euro verlangt würden. Die 10 Betroffenen sind Normalverdiener und Rentner. Wer hat als Rentner schon so viel auf der hohen Kante oder bekommt gar noch einen Kredit? Der Verband Swisse kritisiert außerdem, dass die Kostenbeteiligung von den Kommunen immer wieder zu hoch angesetzt werde. Es ist leider Usus, dass in diese Bescheide Beträge hineingerechnet werden, die nichts darin verloren haben, klagt Schauer. Verkehrswege würden beispielsweise fälschlicherweise als Anlegerstraße klassifiziert oder Baukosten auf die Anleger abgewälzt, die nach dem Gesetz gar nicht umlagefähig sind. Meistens werden Straßenausbaubeiträge einmalig und bezogen auf eine bestimmte Baumaßnahme erhoben. In 6 Bundesländern erlaubt das KAG den Gemeinden aber auch, stattdessen wiederkehrende Beiträge zu erheben. Dabei legt die Gemeinde jedes Jahr alle umlagefähigen Straßenbaukosten auf alle Grundstückseigentümer der Gemeinde um. Die Eigentümer müssen anteilig bezahlen,
egal ob ihr Grundstück an einer der ausgebauten Straßen liegt. Der große Vorteil dieser Art der Beitragserhebung besteht darin, dass die Beitragshöhe für den Einzelnen geringer ausfällt und berechenbarer wird. Hausbesitzer können sich darauf einstellen, jedes Jahr einen vergleichsweise kleinen Straßenausbaubeitrag zahlen zu müssen. Anders als beim einmaligen Beitrag ist man nicht plötzlich und unerwartet mit horrenden Forderungen konfrontiert. Andererseits kann es passieren, dass man jahrelang Beiträge zahlt, ohne ein einziges Mal selbst von einem Straßenausbau zu profitieren. H.R.